So Leute, normalerweise stehe ich bei den Ankündigungsvideos. Heute mal was Neues. Wie immer, andauernd was Neues. Neuigkeiten sind auch gut. Oh, die Transitions sind so bad. Weil hier, das ist ja das Neuigkeiten-Video und Bitte guckt weiter. So, wie ihr jetzt sicherlich gesehen habt, am Sonntag ist mein Notfall-Gameplay hochgekommen. Einfach weil die Zeiten aktuell sehr schwierig sind, was sich treffen und Gameplay aufnehmen ansagt. Ich habe jetzt ist tatsächlich jetzt geschafft, die nächsten paar Tage was zu machen. Ich hoffe, das kriege ich auch irgendwie mal zeitlich hin. Das ist eher das Problem. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass das machbar ist. Und ja, dementsprechend werde ich das weitermachen, dass jeden Sonntag Gameplays kommen. Auch wenn jetzt vielleicht demnächst immer mal wieder so dieselben Decks auftauchen werden. Ansonsten denkt dran, ich mache aktuell relativ viele Gewinnspiele tatsächlich. Da kommen Sachen von Dragon Shield, wo auch die Box drin verlost wird. Ich habe Hüllen verlost, da werden Sleeves verlost, da werden hier so Sheet Cases verlost. Und es sind auch sehr informative Videos, wo es eben um Dragon Shield Produkte geht. Vielleicht kommt da demnächst auch noch eine andere Company dabei, die da mitmachen möchte und mal sehen, ob das was gibt. Auch würde ich an der Stelle nochmal ganz gerne auf mein Secret Lair Video aufmerksam machen. Das wäre vielleicht ganz cool und wichtig, wenn das gepublished werden würde und dann Leute sich dafür einsetzen würden, dass das ein bisschen gespreadet wird, weil das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ansonsten, wie gesagt, also Turniere sind halt aktuell sehr schwierig. Da ich ja normalerweise ein richtiger Paper-Guy bin und nicht wirklich online viel zocke, ist das auch schon fast wieder eingeschlafen, beziehungsweise da kommt auch viel dabei mit den neuen Companions, dass das nicht allzu auf große Begeisterung trifft, sage ich mal, und dementsprechend ist das aktuell. Bin ich auch irgendwo froh, dass ich nicht in Paper-Turniere gehe, weil ansonsten müsste ich jetzt auch mit diesen Companions mich rumärgern. Die Video-Gameplays, die wir haben, auch da, wie gesagt, Ikoria ist noch nicht draußen, dementsprechend ist da auch noch kein Companion drin. So, jetzt eine Sache, worauf sich alle gefreut haben. Ich blende mal hier ganz kurz den Screenshot ein, den ich gleich noch machen werde. Und muss. Dementsprechend weiß ich noch nicht, wer gewonnen hat, aber für das Gewinnspiel des letzten Monats, wo es um das Booster ging von Mystery Boostern. Herzlichen Glückwunsch dazu, wer auch immer das bekommt. Das, wie gesagt, weiß ich aktuell noch nicht. Der Screenshot wird da gleich eingefügt. Und ja, den gucken wir uns jetzt an. So, hier geht's um das Mystery Booster und den Gewinner von dem Mystery Booster. Mal gucken, was wir haben und was du zugeschickt bekommst. So. Bonds of Fate. Ich gehe die so durch, relativ schnell runter. Pacifism. Right. In Binge, Impulse, keine schlechte Karte, Reckless Spirit, kein Tutor, Chandler Web, Shattersting, Wrath, okay. Ha, okay, eine Mana Tide, nicht schlecht, die ist sehr gelb. Ein Grave Titan und ein Scourge of the Throne, ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Für jeden Commander-Spieler eine kleine Freude. Ja, das kriegst du zugeschickt und dementsprechend herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist halt bei den Boostern ein Glücksspiel im Glücksspiel. Gut, kommen wir zum diesenmonatigen Gewinnspiel, was das angeht. Etwas Größeres, auch wenn ich, wie gesagt, aktuell 4-5 Gewinnspieler laufen habe und noch ein paar dabei kommen. Ende des Monats, beziehungsweise Anfang nächsten Monats, werde ich in den Kommentaren wieder einen rausraffeln. Alle Leute, die sich die Hüllen-Review hierzu angeguckt haben, wissen, was das ist. Es sind die Dragon Shield Art Sleeves. Wenn nicht, guckt euch das Video an, es war ziemlich gut. Interessant hierbei ist tatsächlich, dass die Art Sleeve ja seitlich gedruckt ist. Und Mitte bis Ende dieses Monats kommt die Korea raus und dann dachte ich mir, der Empire's Straight Dragon wäre auf jeden Fall eine Idee, wenn ich den verlose. Und damit gibt es diese schon gereviewte, deshalb offene, aber trotzdem vollkommen intakte und neue Hüllenpackung für euch zu gewinnen. Gerade wenn es dann wieder Anfang Juni losgehen sollte mit FNM, sofern Wizards sich da nicht nochmal sich verändert oder die Einschränkungen wieder härter anzieht, würde ich sagen, ist das schon ganz cool, mit neuen Hüllen aufzulaufen, gerade wenn es Ikoria ist. Was müsst ihr dafür tun? Es ist tatsächlich das, was ich am liebsten tue, in die Fragen stellen. Was hat euch gerade im letzten Monat, aber vielleicht auch früher schon an Videos gefallen? Was wollt ihr öfter sehen? Welche Stellen in Videos fandet ihr tatsächlich sehr interessant oder auch einfach die Thematik von den Videos interessant? Damit benutze ich diese
Gewinnspiele, etwas zur Marktforschung, aber das ist ja vollkommen egal, das machen alle. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen und wir sehen uns dann in den nächsten paar Videos und spätestens in einem Monat müsst ihr dieses Gesicht wieder sehen, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt und die Sachen haben wollt. Wir sehen uns bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.